Ja, willkommen zurück hier bei der Zusammenfassung des Manager-Modus. Ja, jetzt im Spiel Chelsea gegen Swansea geht's jetzt hier direkt fulminant los. Zweite Minute, Ball auf Torres, Fernando Torres. Erste große Chance im Spiel, Vorlagengeber Kaka in diesem Fall. Ja, Swansea mit dem Freistoß, aber alles von Swansea bis jetzt noch ohne jegliche Torgefahr. Jetzt aber über Ashley Cole, da ist in der Mitte Fernando Torres. Ist erfolgreich jetzt hier per Kopf und wird durch die Absperrung gerestelt von Marco Reus. Kann man machen. Jetzt mal wieder Swansea. Da, super Chip. Direkt Abnahme, wieso schießt er da nicht direkt? Rutledge hier, wieso schießt er da nicht direkt? Da war Petr Cech schon bezogen hier, aber nein. Er zieht nochmal nach innen, trotzdem aber Glück, dass der Ball vom Pfosten sau springt. Kieran, nein, nicht Kieran, Dyer, aber Dyer hier. Erfolgreich. Was für ein Spiel bis jetzt schon. Super platzierter Schuss und zur Halbzeit steht es nur noch 1 zu 1. Ja, in der zweiten Hälfte. Chelsea hat natürlich viel mehr Chancen. Jetzt auch super Schuss von Reus. Der passt haarscharf. Genau unter die Latte. Da freut sich Kaka natürlich mit ihm. Der wäre auch frei gestanden, aber das macht Reus selber. Vian mittlerweile jetzt auch wieder drin. Hier ganz frei. Kaka mit einem super Schuss. Genau kann man es auch kaum machen. Super Treffer von Kaka. Wie Reus vorhin trifft er jetzt auch. Super Schuss. Kann Kaka nun mal. Da ist er ein ganz großer. Und jetzt nochmal Flanke hier und da ist der kleine Hazard. Damit rechnet doch keiner, dass der da an den Kopfball kommt. Vor allem, weil er da eigentlich ziemlich gut bewacht ist. Aber dann schießt er das 4 zu 1 oder macht das 4 zu 1 per Kopf und damit gehen wir direkt ins nächste Spiel. Also. Wieder ein weiterer Sieg für Chelsea, das sieht doch ziemlich gut aus. Ja, jetzt ein härteres Spiel, nämlich gegen Liverpool geht es jetzt ran. Zu Beginn erstmal direkt Chelsea. Hier, da steht Reus doch ganz frei, Marco Reus. Schade, dass er den nicht direkt macht, aber das war auch ein super Pass auf Samuel Eto'o, der schießt direkt da nochmal. Kopfball von Reus, aber auch das. Reicht nicht, aber die sind da hinten offen ohne Ende, die Liverpool-Abwehr. Da Ramirez wieder Flanke auf Juan Mata, der verpasst. Wieder Reus, Flanke auch super. Aber Eto'o kriegt den Ball nicht in das Tor, das ist da wie ein Fluch hier. Wieder die Chance für Reus, es geht nur in eine Richtung, Reus. Die rauffolgende Ecke, da wird es auch nochmal gefährlich. Hier. Super gemacht, aber der Kopf war von David Luiz danach nicht mehr so gefährlich, weil der Weg wird einfach viel zu spitz war. Chelsea drückt hier, aber besitzt Liverpool sehr im Glück. Hier auf der Außenbahn, Juan Mata bringt die Flanke auf Samuel Eto'o, das sind nicht der Treffer. Höchst verdient. Und Samuel Eto'o schießt sein 9. Saisontor. Das war doch jetzt schön gemacht. Und zur Halbzeit für Chelsea höchst verdient. Jetzt aber direkt nach der Halbzeit. Da wird es hier nochmal brenzlig. Chance von Leiva und Luis Alberto schießt den Ausgleich. Ja, verdient ist das natürlich auf keinen Fall. Aber die Abwehr hier auch mit großem Problem. Auch wenn man das fast als Foul werten könnte an John Terry. Aber okay, nächster Angriff wieder. Jetzt hier Borini. Das gibt's nicht. Was für ein Pech Chelsea hat. Vorne machen sie die Chance nicht rein und hinten kriegen sie es
eingeschenkt hier. Einfach nur Pech, dass Petr Čech denn hier so unmöglich halten will. Und ja, Chelsea hat den Sieg einfach verschenkt. Hätten sie die Torchancen genutzt, hätten sie gewonnen. Aber naja, die miese Laune hier, darauf folgt dieses miese Wetter. Und es beginnt gleich richtig mies, wird immer schlechter die Laune für Chelsea. In der dritten Minute liegen sie hinten. Immer noch schlechte Laune aus dem letzten Spiel, dann noch dieses miese Wetter und dann auch noch so ein früher Gegentreffer. Das ist doch alles andere als gut für Chelsea. Und hier nochmal eine gute Chance für Osvaldo, aber zum Glück ist da jetzt noch nicht jede Chance ein Treffer für Southampton. Juan Mata. Vielleicht jetzt durch die Flanke. Der Treffer, ja. Da ist nämlich Fernando Torres. Der will gleich weitermachen. Ist natürlich noch genug Zeit hier. Früh in der ersten Halbzeit. Noch der Ausgleichstreffer. Durch Fernando Torres trifft immer sicherer. Dann haben wir schon in der 35. Minute. Eden Hazard macht das super. Aber der Ball abgeblockt. Nächster Angriff über Reus. Es war ein genialer Pass von David Alaba mit dem Außenriss auf Reus. Reus mit der Flanke. Ja, auf Mata. Tor. Die kleinen Stürmer da vorne treffen. Die kleinen Offensivleute. Hazard ja auch im letzten Spiel per Kopf erfolgreich. Aber die Flanken sind halt einfach so gut. Da läuft er sich auch erst Klasse frei. Ja, zur Halbzeit steht es 2:1, haben das Spiel noch gut gedreht. Ziemlich früh, jetzt müssen wir das nur noch halten. Vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen. Jetzt hier Chelsea. Am Drücker, super Schuss von Frank Lampard aus der Distanz. Das wurde hier richtig gefährlich. Gute Parade von dem Torhüter. Direkt danach die Ecke von Lampard auf Torres. Aber der Torhüter hat ihn. Osvaldo, da wird es doch nicht nochmal gefährlich. Doch. Das gibt es nicht. Petr Čech kann den Ball nicht festhalten. Und Lallana. Unglaublich, wie Pech das ist. Da rechnen die Verteidiger natürlich damit, dass Petr Čech den hat. Und Ramirez trifft nochmal. Das gibt es doch nicht. Da ist wieder fast jeder Schuss drin. Und da führen sie wieder Southampton und Osvaldo nochmal. Osvaldo, das gibt es doch nicht. Unmöglich dieses Spiel. Innerhalb von ein paar Aktionen reichen, um Chelsea 3 Punkte zu klauen. Ja, ich hoffe, es läuft dann mal besser. Bis dann.